Moin, 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 ich bin's, euer Jack wieder. Und heute die nächste Folge von meinem Waffenguide, und zwar wir nehmen die AN-94. Ich will auch jetzt nicht viel rumquatschen und viel erzählen. Ihr wisst alles von der ersten Folge. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren, ich beantworte sie und komme gleich zu den wesentlichen Fakten dieser Waffe. Und zwar fangen wir an mit dem Schaden. Der Schaden ist zwischen 40 und 24 pro Kill. Das heißt im Endeffekt, ihr braucht ungefähr 3 bis 5 Schuss zum Töten. Hier entscheidend ist halt noch der Headshot Multiplier, der beträgt 1,2. Das heißt, auf einer mittleren Distanz, wo ihr, das werde ich nochmal extra hinschreiben, wo ihr 33 Schaden auf mittlerer Distanz macht, solltet ihr unbedingt auf Headshots gehen, um bei 3 Schuss tot zu bleiben. Macht ihr es nicht, braucht ihr 4 Kugeln. Ist aber auch jetzt nicht so wild. Also versteht ihr? Bei 33 plus 33 plus 33 ist 99. Und wenn ihr einmal einen Headshot gemacht habt, macht ihr schon mehr und dann habt ihr ihn getötet. Also berücksichtigen mit der AN, versuchen Headshots zu machen. Muss aber nicht. Wenn ihr es nicht schafft, dann lieber auf den Körper und die eine Kugel mehr nehmen. Ist wesentlich besser. Wie gesagt, der Schaden auf mittlere Distanz ist ca. 33 Schadenspunkte. Mittlere Distanz kann man so sagen 30, 40, 50 Meter. Nicht mehr, nicht weniger. 3 Schuss zum Töten braucht ihr nur 29 Meter. Das ist gut, also sprich, ihr braucht nur 3 Kugeln, wenn man zu töten, wenn er 29 Meter entfernt ist. Ist jetzt nicht die größte Reichweite, aber auf manchen Maps, in manchen Situationen reicht es vollkommen. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, Standoff, ihr seid am Traktor, ich gucke Richtung Gegner-Spawn und er kommt dann rein. Das ist ungefähr eine Distanz von 30 Metern fast. Also da könntet ihr zum Beispiel 3 Schuss brauchen. Also gar nicht mal so verkehrt die Waffe. Die Reichweite generell von dieser Waffe ist mittel bis niedrig. Ich sage extra mittel, weil sie ist nicht wirklich niedrig, aber sie ist auch nicht wirklich mittel. Also sie ist eher mittel bis niedrig im Vergleich zu allen anderen Sturmgewehren. Es gibt andere Sturmgewehre wie die FAL, wie die SMR, die natürlich wesentlich weiter schießen können. Aber das ist für diese Waffe nicht entscheidend. Diese Waffe ist dafür gebaut worden für Nahkampf und für mittlere Distanz. Auf große Distanz sollte man den Spieler eher ausspielen. Jetzt ganz interessant ist, die Schuss pro Minute beträgt 600, das heißt im vollautomatischen Modus beträgt sie 600, könnte man sagen, okay, aber die ersten zwei Kugeln kommen ja schneller. Und das heißt schneller meine ich, die kommen mit 900 Schuss pro Minute. Das ist schon ein Unterschied von 300 und das empfiehlt sich dann zum Beispiel zu sagen, hey, entweder ihr seid so gut und schafft es einfach mit selber drücken. Also immer die ersten zwei Kugeln, weil es nicht die ersten zwei Kugeln des Magazins, sondern die ersten zwei Kugeln des Schießens. Sprich, wenn ihr durchgehend schießt, er ist 900, der Rest 600. Wenn ihr schießt, aufhört und wieder schießt, dann habt ihr 900, die paar Kugeln, die 600, die ihr noch geschossen habt, und dann wieder Pause und dann wieder 900 und wieder der Rest 600. Um das zu umgehen, empfiehlt sich zum Beispiel Selected Fire, beziehungsweise Feuermodus auf Deutsch, auf diese Waffe drauf zu tun, im Burst-Modus. So spielt ihr dann nur noch im Zweischussbetrieb und ihr könnt diese Waffe durchgehend mit 900 RPM, habe ich ja erklärt letztes Mal, was das heißt, schießen. Das Interessante ist bei dem Select Fire ist einfach, dass ihr es leichter habt und die Waffe hat auch kein Delay. Also die meisten Waffen haben ja so eine Verzögerung zwischen den Salven. Und bei dieser Waffe scheint es so, als würde man teilweise Kugeln sogar überschneiden, dass fast zwei Kugeln gleichzeitig rauskommen. Ist nur so ein Empfinden, ob das wirklich exakt so ist, ich weiß es nicht, aber wenn da eine Verzögerung drin ist, ist sie absolut minimal klein. Also kleiner als bei der M8 definitiv. The time to kill, also wie schnell töte ich jemanden, ist bei der Waffe auf jeden Fall mittel bis hoch. Also, oder mittel bis schnell besser gesagt. Und zwar, es liegt einfach daran, dass ihr auf den meisten Kämpfen nur 3 bis 4 Kugeln braucht. Ja, es kommt auch mal vor, ihr braucht 5, aber meistens sind es nur 3 bis 4 Kugeln. Das ist beim Select Fire nur 2 Salven, die ihr treffen müsst. Im Nahkampf sogar nur, also müsst ihr auch 2 treffen. Das heißt, ihr müsst eigentlich immer 2 Salven treffen, weil ihr 3 Kugeln braucht oder 4, ist egal. Und da die Kugeln sehr schnell nacheinander kommen, empfiehlt es sich, weiß man, dass die Kugeln nicht so viel sprayen werden. Was auch entscheidend ist zu sagen, ist, dass die Optik, also diese Kimmo und Korn, Iron Sights auf Englisch, dass sie sehr gut sind. Also sie sind sehr offen, man sieht sehr viel, mit kurzer Distanz optimal, mittlerer Distanz optimal. Nur auf der Distanz wieder einmal
verdeckt ihr dann eventuell doch zu viel, weil dann die Figur relativ klein ist und ihr seht dann nicht so viel. Also empfiehlt sich hier eventuell, wenn jemand immer auf lange Distanz spielt und ihr einen haben möchte, ein Visier. Ich empfehle davon ab. Ich brauche keins. Ich spiele meistens auf diesen mittleren Distanzen. Somit ist es für mich total überflüssig. Die Nachladezeit der Waffe ist durchschnittlich 2,39 Sekunden. Oder im Normalen, wenn die ganze Animation anguckt. Oder mit einem abgebrochenen Reload, sprich, sobald 30 unten steht, sprinte ich, messe ich, mache ich irgendwas, es beträgt nur 1,32 Sekunden. Wie gesagt, das ist ein recht durchschnittlicher Wert bei den Sturmgewehren. Nichts Besonderes. Manche meinen, bei dieser Waffe schnelles Magazin zu nehmen. Ich empfehle es nicht. Es lohnt sich nicht, weil wenn man dieses schnell Nachladen drin hat, immer noch schneller als 1,4 Sekunden rund zu nachzuladen. Ich bitte euch, wer braucht das schon wirklich? Das Knife Speed, also wie schnell ich messern kann, und mein normaler Bewegungsspeed ist 1,2 Sekunden. Das heißt, ich kann nach 1,2 Sekunden, nachdem ich das Messer gedrückt habe, kann ich jemanden effektiv messern. Und mein Bewegungstempo mit dem Sturmgewehr ist standardgemäß wie bei allen anderen 95%. Die Race und Drop Time, sprich, wie lange brauche ich, um die Waffe hochzuheben, wieder abzulegen, also hochheben aus dem Sprint, ist auch sehr Standard, ist 0,7 Sekunden. Die Race Time, die Drop Time, also das Runtergehen, 0,35 Sekunden. Ist ein ganz durchschnittlicher Wert. Kann man nichts dagegen sagen, auf jeden Fall. Und die ich ziele rein und gehe wieder raus aus dem Zielmodus Zeit ist auch absolut durchschnittlich mit 0,25 in beiden Bereichen. Kann man nichts falsch machen. Ob man schnell ziehen braucht, muss jeder sich selber entscheiden. Ich persönlich sage nein. Manche sagen ja, ihnen ist 0,25 zu lange. Die brauchen das langsamer, sprich, die werden damit schnell ziehen. Ich glaube, so um die 18, 0,18, also ob das wirklich ein Unterschied ist, ist jedem selbst überlassen. Das Schießen aus der Hüfte, Hipfire auf Englisch, ist extrem schlecht. Also die Sturmgewehre haben generell ein sehr schlechtes Hüftschießverhalten, wenn man das so sagen kann. Ist wirklich schlecht, sollte man verhindern, sollte man vermeiden, vor allem in diesen absoluten Nahkampf zu gehen, wenn möglich zielen, wenn es natürlich nicht anders geht, schießen. Nicht vergessen, wenn ihr Select Fire habt, ihr müsst jedes Mal schießen. Erhöht eure Präzision natürlich auch aus der Hüfte, aber ist jetzt nicht wirklich gut. Also wie gesagt, solche Nahkämpfe, so richtige Nahkämpfe, sollte man dann doch vielleicht mit dem Sturmgewehr vermeiden und andere Waffen nehmen wie die MP, Shotguns und Co. Generell, die Waffe hat 30 Schuss, ist auch ein standardgemäßiger Wert. Mit erweiterten Magazin kommt sie schon auf 40 hoch, aber nichts Besonderes, wo man jetzt wirklich sagen müsste, boah, krass. Ob ich es empfehlen würde, nö, braucht man nicht. Für die meisten Situationen reichen 30 Schuss. Diese Waffe ist generell eine sehr starke Waffe. Sie hat ein sehr hohes Potenzial, gerade jetzt, wo in diversen Ligen, speziell wo wir jetzt spielen, CSL, was ich in mein Herz legen kann, verboten ist die FAL. Und da muss man einen Ersatz finden, irgendwie ein Äquivalent zu sagen, hey, ich brauche eine Waffe, die fetzt wie die FAL, aber welche nehme ich da? Und manche sagen M8, manche sagen MTA, manche sagen SWAT. Ich sage AN. Ohne Witz, AN ist meine Waffe. Aber wundert euch nicht, wenn ihr sie nimmt das erste Mal. Sie ist auch schwer zu meistern. Also, die ist so, wenn du gut bist und diese Waffe meisterst und beherrschen kannst, bist du danach auch sehr stark mit ihr. Wenn du es nicht schaffst, sie zu beherrschen, ist sie natürlich eine schlechte Waffe. Deswegen immer ein bisschen abwägen von wegen, ist die Waffe jetzt schlecht oder zu stark oder bin ich schlecht. Und deswegen empfehle ich euch, übt mit der Waffe, wenn ihr Bock habt. Gebt nicht auf, aber dann seid ihr wirklich stark. So, jetzt empfehle ich euch nochmal zwei Klassen. Letztes Mal habe ich drei gemacht, war ein bisschen viel, will ich jetzt kürzer halten. Also zwei Klassen. Einmal natürlich die AN mit Vollmantel, FMJ, Feuermodus Schaft, Pistole für alle Fälle. Ich bin ein Freund von Pistole. Ich finde mal lustig, die Leute, die rumschießen im Nahkampf, nichts treffen, Waffe wechseln, dann stehen sie mit dem Messer da und dann stehe ich mit der Pistole und denke mir, so, jetzt komm auf mich zugelaufen. Also Pistole, dann Zähigkeit, Extrembedingungen, schnell an Position sein, vor dem Gegner da sein, töten. Wenn ihr getroffen werdet, habt ihr noch Zähigkeit, die Waffe flippt nicht aus. Ohne Zähigkeit ist die Waffe echt sch noch schwerer. Um Splittergranate natürlich, um taktische Granaten werfen zu können, zum Bombenspot in Häuser, in Deckungen und so weiter. Blend, um euch das Leben manchmal zu erleichtern, euch Zeit gewinnen zu lassen. Und natürlich braucht ihr dann das Primäraufsatz, also drei Aufsätze für die Waffe. Eine andere Klasse ist ähnlich, das ist ein FMJ-Griff.
schafft. Das ist dann die Waffe ohne Feuermodus. Wenn ihr sagt, hey, ich bin so cool, ich kann das selber machen. Aber empfehle ich euch trotzdem Griff. Weil der Recoil bei der Waffe mit Feuermodus ist extrem gering. Extrem gering. Und mit ohne Griff, also heißt im automatischen Modus, ist der Recoil wirklich mittel. Also kann man nicht sagen, mal gering, sondern es ist wirklich mittel und das ist nicht so leicht. Der Griff hilft auf jeden Fall. Deswegen hier FMJ, also Vollmantel, Griff, Schaft, Pistole wieder natürlich, Aufsatz 3 für Primärwaffen. Und die Perks haben sich nicht geändert, weil, ich wundere, warum ändern sich nicht die Perks und so. Ich kann euch natürlich sagen, spielt mit Hardliner, Geist und so weiter und so weiter. Aber ich bin nicht der Fan von solchen Spielmodus wie Herrschaft. Ich so Spiel suchen, zerstören. Wir spielen in der Liga suchen, zerstören. Deswegen passe ich auch meinen Klassen dementsprechend an, damit ich auch irgendwie vorankomme. Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke euch. Die nächste Folge wird ein M8A1 Video sein. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, euch das gefällt euch. Und wir hören uns bald wieder. Ciao, Freunde. Thank you.